Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Ministerin für Wissenschaft und Kunst kann ich heute leider nicht direkt bei Ihnen sein und möchte jetzt diesen Weg wählen, um Sie in Frankfurt herzlich willkommen zu heißen. Die beiden Hochschulen, die Goethe-Universität in Frankfurt und die Hochschule für Gestaltung, haben diese Jahrestagung mit organisiert. Und die Medienwissenschaftler haben jetzt ein umfangreiches Programm, um auf dieser Tagung neue Innovationen voranzubringen. Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, Sie sind in einer Jahreszeit nach Hessen gekommen, in der das Thema Film und Medien ganz hoch im Kurs steht. Nicht nur mit den vielen Festivals, die wir haben, um nur einige zu nennen, X-Ground, Lukas, Kinderfilmfestival oder auch das türkische Filmfestival. Wir haben immer im Herbst jährlich den Hessischen Filmpreis, der zusammen mit der Buchmesse vergeben wird. Und wenn man den Hessischen Filmpreis vergibt, dann sind auch immer die Hochschulen einbezogen, durch die Hochschulabschlussfilme, durch die Kooperationen. Also wir verstehen uns in Hessen als Film- und Medienland. Wir sind sehr stolz darauf, in Hessen die Hessische Film- und Medienakademie zu haben. 13 Hochschulen haben sich zusammengeschlossen, um auf dieser Plattform miteinander zu arbeiten. Wir feiern dieses Jahr ein kleines Jubiläum. 5 Jahre gibt es sie schon. Und im Rückblick können wir sagen, es hat sich gelohnt und wir werden weiter mit der Hessischen Film- und Medienakademie arbeiten. Zuletzt lassen Sie mich noch auf eine Neuerung hinweisen. Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal B3, die Biennale des bewegten Bildes in Frankfurt, neu etablieren. Das soll etwas sein, was aufsetzt auf dem Vorhandenen in der Metropole Frankfurt. Und bewegte Bilder sind etwas, was alle Altersgruppen in dem Umfeld nicht loslässt. Und wir wollen eine Plattform bieten für Forschung, Anwendung und Fachleute, für Kinder, Jugendliche und ein breites Publikum. Und das bewegte Bild aus verschiedenen Facetten betrachten. Am 7. Dezember ist die Kick-Off-Veranstaltung. Dazu lade ich Sie jetzt schon ganz herzlich ein. Ich wünsche Ihnen auf dieser Tagung viele innovative Ansätze und viel Spaß in Frankfurt und in Hessen.